Anna-Göldi-Museum im Kanton Glarus hat eine riesige Spende bekommen, 1 Million Franken von einer Privatperson. Friedrich Elmer, als Museumsleiter, ist ja das also ein grosses Valentinsgeschenk, das ja morgen ist, gibt es ja nicht für Sie. Es ist wirklich fantastisch. Wir fühlen uns sehr geehrt und auch bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit dem Museum. Also es ist wirklich für uns wie ein Sechser im Lotto. Seit wann wissen Sie es schon? Eigentlich ist es ehrlich gesagt ein Weihnachtsgeschenk. Es ist kurz vor der Weihnacht ist es zustande gekommen und wir haben es bis jetzt ein bisschen unter dem Deckel gehalten. Jetzt haben wir das Gefühl, jetzt müssen wir es den Leuten mal wirklich sagen. Unter dem Deckel oder ein bisschen eine Geheimniskrämerei ist auch, wer das da dahinter steckt. Sie haben ein bisschen mehr Informationen. Es ist überhaupt keine Geheimniskrämerei, sondern die Person selber. Und wir haben gefunden, wenn wir jetzt den Namen bekannt geben, dann reden alle nur über die Person. Und wir haben gefunden, eigentlich steht nicht die Person im Vordergrund, sondern die Sache. Also Sie sehen, es ist da innen bitterkalt und wir wollen das Museum wirklich, dass man es das ganze Jahr brauchen kann. Und wir werden zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Namen rausrücken. Es ist eine ganz vertrauenswürdige, liebe Person, wirklich. Also Sie hatten Kontakt gehabt mit der und dann ist sie auf sie zu und hat gesagt, ich hätte da noch etwas locker. Oder wie ist das genau abgelaufen? Das tun wir dann, das kann dann die Person vielleicht selber erzählen oder so. Aber es ist wirklich eine ganz schöne Geschichte. Also Sie haben 1 Million Franken zur Verfügung. Eben, man sieht es schon, wir haben Schal und Kappen und Händchen und alles an. Also, es ist relativ kalt da drin. Das Museum ist jetzt auch geschlossen. Heizung ist etwas, was Sie investieren wollen. Also man muss es wirklich können, das ganze Jahr brauchen. Wir haben jetzt schon Probleme in diesem halben Jahr. Wenn wir im April auftun, April, Mai, das kann so kalt sein, fast wie jetzt. Und der letzte September war auch bitter kalt gewesen. Und wenn man will Veranstaltungen machen und so, man muss früher, ist das einfach nicht lustig. Und ich denke, es wird für das ganze Jahr viel verlässlicheren Betrieb geben, für die Leute angenehmer und für uns auch. Was sind weitere, also 1 Million kostet jetzt ja die Heizung nicht gerade da, wenn das ein spezieller Bau ist. Was sind weitere Projekte? Gut, wenn man eine Heizung macht, muss man natürlich auch isolieren, oder? Und das ist, es ist ein denkmalgeschützter Bau, also ist sogar im schweizerischen Inventar und das muss man natürlich ganz sorgfältig machen, die Arbeit, und das kostet sicher einiges und wir wollen auch einen Aussensteg machen, dass wir mehr Leute kennen. Auch das ist architektonisch eine sehr anspruchsvolle Arbeit und wir wollen auch noch eine Bibliothek einbauen. Wir haben ganz viele Schriften aus verschiedensten Zeiten über Anna Göldi und wir wollen das unseren Besuchern auch noch ein bisschen zugänglich machen. Ich habe gerade schon schauen, die Bibliothek, ich glaube, die sollte da auf die Seite da vorne kommen, können wir schon vorne schauen, dass man vielleicht auch das Museum schnell ein bisschen gesehen hat, dass wir im Eingang sind gesehen, das ist ein denkmalgeschütztes Haus da, wo kommt das Museum, Bibliothek genau an? Also wir haben hier oben so eine, eigentlich wie eine kleine Bühne, wenn wir aber Veranstaltungen haben, spielen hier oben Musiker, es ist akustisch absolut fantastisch. Und da innen haben wir ja nicht mehr Platz eigentlich. Und dann wäre die Idee, dass man da auf dieser Höhe oben ein modernes Podest macht, wo architektonisch natürlich auch eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Aber ich bin überzeugt, und das gibt es an ganz vielen Orten, eine Kombination zwischen modern und der alten Substanz erhalten. Das wird auch da sicher möglich sein und wird sicher gut aussehen. Ich merke, Ihnen gehen die Ideen nicht aus, dass man mit dieser Million noch alles könnte anstellen. Das ist so, jawohl. Ja. Ob es lange, wissen wir nicht, eine Million. Vielleicht wird das Projekt auch etwas teurer, aber das sehen wir dann, wenn wir den Plan konkretisiert haben. Jetzt ist es doch viel Investition. Das Museum, das hat noch nicht lange offen, es gibt es erst seit dem Sommer. Lohnt sich so viel Geld in so etwas Junges jetzt zu investieren? Es gibt ja Leute, die uns gesagt haben, ja, Anna Göldi, da kennen die Leute das erste Jahr, dann ist das vorbei. Aber wir sind überzeugt, das ist eine Geschichte, die Potenzial hat. Es ist sehr viel Emotion dahinter und Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, wie Anna hat müssen erfahren, das hat es immer gegeben und wird es immer geben. Und das ist ja ein ganz wichtiger Teil von der Arbeit von der Anna Göldi Stiftung. Also wir wollen auch auf in der heutigen Zeit auf Urrecht aufmerksam machen. Wir arbeiten ja auch mit Amnesty International zusammen, mit Human Rights. Und ich denke, das ist eine Bewegung, wo wir auslösen, wo kein Ablaufdatum hat. Also, wo Sie die Aktualität jetzt noch aufnehmen, wo Sie jetzt nicht nur über Anna Göldi jetzt noch Sachen berichten.
Genau, ja. Wir haben ja auch einen Menschenrechtspreis, den wir vergeben. Wir haben dieses Jahr auch eine ganz spannende Persönlichkeit ausgewählt. Das sagen wir auch noch nicht. Wir haben das ein bisschen unseren Zeitablauf, aber auch, das gibt auch einen ganz tollen Anlass. Wunderbar. Danke Ihnen vielmals. Ich gratuliere nochmal zu dieser Spende. Wir sind gespannt, auch wer dahinter steckt und wie das vielleicht nachher da aussieht. Danke vielmals, Friederin Elmer, Museumsleiter vom Anna-Göldi-Museum. Ja, wenn Sie sich einmal hier rein umschauen, seit dem Sommer ist es offen und jetzt gibt es eben ganz viele Veränderungen, wie wir gehört haben, im Kanton Glarus. Ein schönes Pferdchen bis dahinter können wir also nur empfehlen.